Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Karmesin. Jawohl, wir müssen weiter. Da unten glitzert es, aber ich glaube, das ist unten, oder? Ja, richtig schon. Wir müssen weiter Richtung Garafosa City, denn da wartet der vierte Arena-Orden auf uns. Ja, und da kommen wir nämlich sonst nicht mehr raus. Und da will ich noch nicht runter. Also, ab geht die Post. Hier runter. Pokémon sind es wahrscheinlich dieselben, die sonst auch rumlaufen. Jawohl. Oh nein. Müssen wir die machen? Müssen wir da vorne die Ding machen? Das wäre, fände ich nicht cool. Da ist die Barrikade. Anscheinend müssen wir Team Star machen, aber das will ich noch nicht. Ich will erst meinen vierten Orden haben, Alter. Uncool. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht hinter. Das ist scheiße. Halten die uns auf, wenn ich da hingehe? Wenn du dich beschweren willst, dann geh halt ins Versteck. Hier geht's nicht lang. Aber ihr haltet mich auch nicht auf. Nee. Können wir? War was? Es tut mir leid, da haben wir wohl das Game ausgetrickst. Ah, wir dürfen nur Mitglieder vom Team Star durch. Ja, anscheinend nicht. Ist das göttlich? Ist das göttlich? Du kannst einfach drüber springen. Geil. Mal kurz ein Thumbnail machen mit der Barrikade, bitte. Wenn du dich beschweren willst, dann geh zu Tulini, braucht das Thumbnail. Wuffels, Wuffels, ich darf doch nicht machen, du musst ja reingehen. Kurai dann so. Where there's a wall, there's a way. Ah, mein Husten, alter Verwalter. Aber muss ich ehrlich sehen, habe ich jetzt auch ein bisschen verdient, den Husten. Das Game so auszutricksen. Jawohl, da hinten ist die Team Star Basis. Ja, machen wir später. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal darum, dass wir unseren nächsten Orden kriegen. Göttlich. Göttlich. Absolut göttlich. Also, hier unten müssen wir hin. Und Stadt heißt ruckeln. Schade. Mir ist das letzte Mal übrigens aufgefallen. Mit Ultrasonne und Ultramond ist die Grafik auf dem 3DS auch schlechter geworden. Und danach kam ein Switch zu einer neuen Engine. Und dann kam Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu raus. Die grafisch sehr gut waren. Danach kam ja, glaube ich, sowieso schon Schwert und Schild. Die waren auch grafisch super. Und erst mit Arceus und Purpur und jetzt Ding ging es eigentlich bergab. Das heißt, es könnte sein, dass eine neue Konsole ansteht. Bei Nintendo. Wäre ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass es erst 2024 kommt. Weil 23 diesen Sommer und Winter könnte wieder Ding kommen. Wie heißt es so schön? Ein Update. Beziehungsweise ein DLC Expansion Pass. Deswegen würde ich vermuten, dass die neue Konsolengeneration April 24 erscheint. Und das neue Pokémon mit spezieller Konsole dazu im November. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben 136.000 auf der hohen Kante. Das ist doch wundervoll. Pokébälle brauchen wir jetzt gerade mal noch nicht. Hast du sonst noch irgendwas, was du mir anbieten kannst? Drei Beleber mal, ja. Ja. Ja, passt. Sehr schön. So. Verkaufen. Ne, da habe ich nichts. Drei Superbälle, jawohl. Ne. Acht wieder zweimal, jawohl.
Nichts und nix. Okay, gut. Danke. Und dann geht's auf nach Garafosa City rein. Das finde ich immer noch cool mit diesem Mopex-Ständer. Das ist eine richtig schöne Stadt, by the way. Gefällt mir richtig gut. Geht da oben weiter, oder? Das ist ja krass. Es wäre halt schön, in Häuser reingehen zu können. Das wäre schon cool. Oh, wow. Ah, drei Stufen, deswegen geht es immer nach unten. Nein, nein, ich will die unten. Shit. Okay, wir fahren nach unten. Ist okay. Wir müssen die Stadt ja sowieso anschauen. So. Mit Wasserfall, okay. Also du kannst sagen, was du willst, aber die Stadt ist schön. Was ist Wasser? Ach, wie cool. Dir müsste das eigentlich nicht so gefallen. Ne, können wir nicht angreifen. Ich will auch nicht fangen. Dahinter ist halt gleich die Wüste. Das ist halt schon, das ist halt so eine richtige Oasenstadt. Das ist eigentlich schon ein bisschen so Ägypten-Feeling. Hier ist einfach Wüste. Schau, hier endet einfach die Stadt. Dahinter ist einfach Wüste. Pam, Wüste, Brutzelwüste. Die wollen wir in die Stadt zurück, um Himmels Willen. Handyhüllen, was gibt's da? Dieselben Handyhüllen wahrscheinlich wie immer. Pflanzen, ne, Pflanzen, Wasser. Ah, da gibt's Typen-Handyhüllen. Guck mal, normal, Elektro, Flug. Ne, gut, dass wir unsere Dinghülle haben, ne? Schleifmuster, Magnet-Handyhülle, Blumenmuster-Handyhülle. Ach, das ist ja witzig. Ja, das ist schon witzig. Andere Items? Ah, Entwicklungs-Items, guck mal. Abbrechen. Schon cool gemacht. Es hat einen großen Ägypten-Faktor. Oh cool. Menschen, die am Boden sitzen. In der Luft schweben. So, dann haben wir hier ein Pokémon-Center. Von der Wüste kommen. Da waren Mopex-Ständer hier da hinten. Das ist schon cool. Ich kann einfach mit Mopex-Sattel einfach. Also Koraidon muss jetzt einfach hier stehen bleiben. Koraidon ist praktisch die Harley Davidson des ganzen Spiels, mehr oder weniger. Das ist der Kampfplatz. Da müssen wir uns später noch einfinden für den Arena-Orden. Aber wie schön bitte diese Stadt ist. Muss ich jetzt schon mal so sagen. Also das ist schon krass. Da gibt es Kaffee. Also, wie gesagt, Arena-Orden, nächste Folge. Wir schauen uns heute die Stadt an. Gibt's, warte mal, wenn es hier Arzneimittel gibt, gibt es da Dingmittel? Scharnierapotheke, was gibt's da? KP plus unser Zeug, okay. Stopp, ich muss erst den laden. Aber es ist gut zu wissen, dass Garifosa die hat. Guck mal, dass die aber in allen Apotheken dabei ist. Schuhe, kann es sein? Willkommen im Schuhzentrum Paldea. Schnallenstiefel weiß. Was für Schnallenstiefel? Oh Gott. Ja, Schnallenstiefel brauchen wir nicht. Feine Schuhe? Nee.
Sportsandalen. Nun wirklich nicht. Gut, wir tragen auch Bommelmütze hier, ne? Also muss man es auch mal dazu sagen. Das Ding fährt runter und hoch. Hier ist er um. Mittelteil der Stadt. Sandsturm rein jetzt. Nein, danke. Ich will kein blaues Felino. Nee, den kannst du behalten. Der Kampfplatz ist da unten. Wie gesagt, der Kampfplatz ist eine Stufe weiter nach unten, aber das ist eigentlich auch schon cool. Du kannst auch von hier oben zuschauen. Das hat schon was. Du kannst einfach von hier oben zuschauen. So pam pam pam, Knackrack und Kuh, wie sie unten ausfalten. Das ist, also ich finde die Arenen hier sind, finde ich, sehr cool. So nicht direkt Arenen, das Arena-Gebäude sind nur ein Gebäude. So, jetzt müssen wir nach oben schauen. Meines Wissens gibt es oben noch den Laden schlechthin. Zocken. Mit T und R. Nee. So. Das ist das Arena-Gebäude. Extremo-Helm. Oha, das war cool.
Und einfach den Daft Punk Helm. Gibt's den zufällig in... No way. No way. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Aber ich sag, am ehrlichsten muss ich sagen, krass ist das einfach der extreme Helm. Der ist brutal. Sportlich, nice, fresh. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Nimila, wehe. Mein lieber Scholli, ich bin schon viel zu spät dran. Das ist der Arena-Leiter. Moment, warten Sie, Senior Kumbu. Ach, weg ist er. Dabei hat er doch das hier vergessen. Entschuldige, aber du bist auch sicher hier, um den Arena-Leiter herauszufordern, oder? Ja. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben war der hiesige Arena-Leiter Kumbu. Der ist mir vielleicht einer. Gerade ist er los, um auf dem Markt einzukaufen und hat seine Geldbörse hier vergessen. Das wird ihm sicher noch Probleme bereiten. Wärst du vielleicht so freundlich und würdest ihm seine Geldbörse bringen? Ja. Wie nett von dir, vielen Dank. Dafür werde ich dir am liebsten gleich hier den Arena-Orden geben. Ich verlasse mich auf dich. Deine Sonderzustellung würde ich dann auch direkt als Arena-Prüfung gelten lassen. Kombo hat sich nach Puerto Marinedo aufgemacht. Das liegt jenseits der Wüste im Westen. Oh, aber pass gut auf dich auf. In der Wüste soll es viele gefährliche Pokémon geben. Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Wir brauchen den verschissenen Orden. Und er macht hier einen auf Halligalli. Mit den ihren Orden hier unten machen können. Das ist eigentlich der sechste Orden. Toll. Den Rucksack haben wir schon. Wir brauchen... Was hat Veracidat hier? Also, haben die immer nur dasselbe? Sieht so aus. Nee, diese Luxusstrumpfhosen. In Gold. Oh, sie haben auch andere Rucksäcke. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, die haben nichts für uns. Und wir müssen einfach in eine komplett andere Stadt. Das ist so uncool. Einfach hier raus müssen. Das ist so uncool. Aber das Gute ist, das können wir auch erst in der nächsten Folge machen.
Ich freue mich, dass wir zuschauen. Sagt Ciao mit V. Ja, wir waren in Garifosa. Der Arenaleiter ist an uns vorbeigelaufen. Wir durften ihn nicht herausfordern. Schnell ab in die nächste Stadt zum Markt und dann schauen wir mal, dass wir ihn da finden. In die Geldbörse zurückgeben, zurückreisen und dann müssen wir sowieso hier zurück in die andere Stadt und dann können wir hier auch die Gebiete neu erforschen und so. Beziehungsweise davor müssen wir dann noch Teams da machen. Bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.